Grüß Gott, Herr Hackl. Ich darf Sie heute zum Interview begrüßen. Mein Name ist Katja Schweighofer und ich arbeite im Serviceteam bei Moser Medical. Herr Josef Hackl hatte im Mai 2011 eine Eigenhaarverpflanzung bei Dr. Stiefsohn bei uns. Herr Hackl, vielleicht erklären Sie uns ganz kurz, was hat sich für Sie verändert? Was ist jetzt anders als vorher? Ich muss korrigieren, ich war das erste Mal 2005 hier. Ja. Zur ersten Verpflanzung. Mhm. Und ich war von dieser Arbeit so begeistert, dass ich mich dann entschieden habe, 2011 noch einmal zu machen. Ja, bevor Sie generell 2005 eine Eigenhaarverpflanzung in Betracht gezogen haben, haben Sie da vorher schon irgendwelche Haarwässerchen oder sonst irgendwas probiert? Eigentlich nicht, denn mir war ja bekannt, dass alle diese Wässerchen, wie Sie sagen, keinen Erfolg zeigen. Aus dem Grund habe ich mich für diese Behandlung entschieden. Toll. Man hat keine Vorstellung, Herr Hackl, wie hier gearbeitet wird. Wie war die Behandlung selber? Wie war es für Sie vom ersten Kontakt 2005 und dann, als Sie nochmal kamen 2011? Wie war die Behandlung für Sie? Ich war nach der ersten Behandlung sehr zufrieden und die ganze Vorgeschichte hat bei mir in Linz begonnen. Ich habe mich einmal bei einem Moser Büro informiert und ich bin mit dem Gefühl hergekommen, das funktioniert. Ich bin ein geborener Optimist und diese ganze Behandlung war für mich nicht unangenehm. Das hat ein bisschen Schmerzen bereitet, damit habe ich schon gerechnet, aber das war Kleinigkeit. Okay. Was hat Ihre Umgebung gesagt? Was haben Freunde gesagt? Die Familie? Haben Sie es erzählt? Wie hat das Umfeld reagiert? Ich habe es niemandem erzählt. Meine Freunde haben überhaupt nicht darauf reagiert. Also ich habe mit einem guten Freund ein Gespräch geführt voriges Jahr. Dem ist nie was aufgefallen. Also ich nehme an, dass Männer nicht so genau schauen. Außer meiner Familie hat das niemand gewusst. Okay. Vielleicht jetzt noch zum Ende des Interviews hin. Was würden Sie Leuten, die sich mit dem Gedanken tragen, eine Eigenhaarverpflanzung machen zu lassen, was würden Sie denen gerne noch mit auf den Weg geben? Vollkommen locker zum Institut Moser zu gehen, das klappt. Also ich kann das nur jedem empfehlen, denn damit erhebt sich die Lebensqualität. Ich finde, wenn man ein volleres Haar hat, das macht einen guten Eindruck und man gewinnt noch an Selbstvertrauen. Das hat man zwar vorher auch nicht dran gemangelt, aber für mich war das sehr, sehr positiv. Das kann ich nur jedem empfehlen. Schön. Herr Hackl, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für das Interview bereit erklärt haben. Viel Freude noch mit Ihren Haaren, einen schönen Sommer und herzlichen Dank. Ich sage auch Dankeschön, war sehr charmant.